Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Falls ihr jetzt denkt, ich wäre ein verwunschenes Einhorn, muss ich euch leider enttäuschen, wir haben nur Silvester. Deswegen, au, Katze, ein bisschen Kopfschmuck heute mal. Wir wollten uns angucken, wie weit die eigentlich gekommen sind. Wollen wir mal ein bisschen mal runtergucken, ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ich höre ja kaum was. Weil das hat ja richtig gut geklappt. Ich muss ja sagen, ich bin total begeistert. Also hier, der Eingang ist ja mal, das ist ja Eingang des Todes. Ist immer richtig heftig, weil ich glaube nämlich, dass die gar nicht so großartig reingekommen sind, ne? Also den Gang so gut wie gar nicht benutzt haben. Ich gucke hier trotzdem mal, ob die hier. Oh. Ich weiß nicht, ob die hier gewütet haben. Interessiert hat mich eigentlich auch, wie weit die. Oh, guck mal, ne? Wir hatten, ich glaube, 400 geladen. Ey, das ist ja nichts, was die verbraucht haben. Na, Halligalli, ey. Das ist doch mal gut. So muss es sein. Das gefällt mir. So ist es mal angenehm, wenn alle da kommen und mich so ein bisschen verknutschen wollen. So, wir heben den ganzen Crap mal auf. So. Weil ich glaube, der ist doch keiner reingerannt, oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wenn das hier die erste Instanz ist, ne, dann ist ja. Dann passiert ja hier auch nichts mehr. Weil viele, die haben es hier probiert, sind hier echt rüber geflogen. Irgendwie haben sie es dadurch geschafft. Da muss ich mir ein bisschen noch was einfallen lassen. Aber ich konnte ja nicht aufgrund von Materialien hier so was Neues bauen. Ah, guck mal, hier ist ein Sack. Hier ist einer. Hinten ist noch ein bisschen was. Ich den aufheben kann. Gib ihm hier. Ja, und das war's, ne? Ist überhaupt unten einer hingekommen? Nö. Achso, das sehe ich ja. Weil manche, der saß noch. Oh, was war 7%? Alter Schwede. Also mit 7% war ein bisschen sehr wenig, glaube ich. Bisschen sehr, sehr wenig. Okay, mal, die sind nicht einmal gefeuert. Oder der hier? Der kann sein, ne? Aber gut, sechsmal drehen ist ja auch jetzt nicht so die Welt, ne? Ja, da würde ich sagen, das ist sehr erfolgreich, das Ganze hier. So, wir könnten denn dementsprechend, der ist ja eigentlich noch aktiv, den können wir jetzt ausmachen. Dann sparen wir da Energie, das hier hinten keine Leistungsprobleme, hier vorne keine Leistungsprobleme, der ging ein bisschen down, aber das ist nicht so wichtig. Heftiger Shit, ey. Heftiger Shit, Shit, Shit. So, wir wollten mal ein paar Zettel nochmal umwandeln. Also die, die man so kriegt, ne, die kann man ja dann gleich wunderschön zerlegen. Obwohl ich ja noch 12 Stück davon habe, ne? Aber naja, geschenktes Gaul, ne? Ist da ja, so ist das. Da wollen wir da mal nicht so sein. Ja, dann interessiert mich natürlich, da wir ja Silvester haben, wie verbringt ihr denn euren Silvester 2021? Großartig. Ja, was heißt großartig, kann man nicht machen. Ne? Corona eingeschränkt ist natürlich denn so, dass man wahrscheinlich mit den engsten Freunden oder mit der Familie irgendwas macht. Ich mache mit Familie eine schöne kleine Gaudi. Und, ui, das hat aber gerade so geklappt. Und so jetzt besonderes nichts, ne? Weil ich ja auch teilweise, klar, manche wollen knallen, manche wollen nicht knallen. Knallen dürfen wir nicht mehr. Nur der Rest irgendwie verballern, wie ich gehört habe. Für die Tiere, ich habe 2 Katzen, finde ich es eigentlich recht gut. Für die, die ein bisschen was erleben wollen, ist natürlich dann nicht so gut. Ne? Ist jetzt ja nicht so, dass ich nicht irgendwie 24 Uhr so eine Goldrakete in den Himmel steigen lassen würde. Würde ich natürlich machen, aber. Es ist jetzt auch in meinem Alter, ne? Man mag es nicht glauben, aber das ist jetzt auch jetzt nicht so, da ich sage, okay, jetzt habe ich mal 2 Jahre nichts rumgeworfen und mich gefreut wie so ein Kleinkind. Ich sterbe jetzt. Es geht schon. Ich kann es nachvollziehen, wenn es manche Menschen so belastet, aber mich selber jetzt. Gibt schlimmer. Schlimmer wäre, wenn man eben ganz alleine wäre. Ne? Also ganz alleine bin ich ja eh nicht, ne? Ich habe ja Frauchen. Und. Aber so wie sehen können wir ja noch mit unseren Familienangehörigen
Zeit genießen und das neue Jahr denn einläuten. Aber was macht ihr so? Das würde mich mal ein bisschen interessieren. Vielleicht gibt es ja auch welche, die ganz exotisch, die sagen so, ja, ich habe keine Kosten und Mühen gespart, ne? Ich habe jetzt so ein im Ausland irgendwas gemacht, weil da darf man ja noch, oder irgendwie so, ne? Kann ja auch alles sein. Dass es richtig extrovertierte Typen gibt, die richtig was auf Tasche haben und richtig was geplant haben. Das hätte natürlich sein können. So, da haben wir 14. Ich wollte da mal so ein bisschen reingucken. So, und vorne, wie viel haben wir hier? Ich habe da irgendwas gesehen, was wenig Leben hatte, oder? Und hier haben wir 15. Jetzt haben wir, glaube ich, bei 36 20 Schuss ging drauf. Pro Seite, also 40 insgesamt. Das ist ja auch mal gut zu wissen, ne? Muss man abniesen. Ach Gott. Das muss auch mal sein. Ich hoffe mal, mein Beet ist auch bald fertig. Ich muss mal gucken. Wollte ich nicht mal Mist machen oder so? Eine Runde Mist. Ja. Da brauche ich nur Kleinfleisch und Darm. Lass uns das mal noch so herstellen. Ich wollte eigentlich heute im Zuge die alte Base noch ein bisschen abreißen, damit wir die Mats kriegen. Aber ich habe mir jetzt auch gesagt, so, ja, das muss ja nicht unbedingt jetzt so sein. Ne? Das kann ich ja auch dann machen, wenn ich hier wirklich auf Screen bin. Das muss man ja nicht angucken. Werde ich auch so machen, denke ich mal. Dass wir hier so ein bisschen noch Zeug machen. Und dann, ihr werdet es kaum glauben, aber bei mir ist so, wenn die Base gut funktioniert, also wenn die wirklich gut funktioniert, ne, dann möchte ich gerne was bauen, was neu ist. Und wir hatten ja hinten mal so Lokalitäten aufgebaut. Und da will ich so ein bisschen was vorbereiten, beziehungsweise mir das schon mal angucken, damit ich denn für die Zukunft so ein bisschen was habe. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, war. Wisst ihr. So. Also ein paar mehr, wa? Kann ja mal ein paar mehr Kisten herstellen. So, dann gehen wir hier noch runter. Weil sonst so, hier sind wir ja ziemlich durchgesaved. Hier können wir upgraden. Ich dachte immer, wir können das nicht upgraden. Nochmal upgraden? Oh, Pestizide brauchen wir. Stecker und Pestizide. Oh, da müssen wir aber gleich mal hier. Stecker, Pestizide. Aber ich habe doch da mal geguckt. Ach, das geht dann wahrscheinlich nicht, wenn ich hier drauf. Doch? Hä? Aber ich habe doch. Jungs, Mädels, ich schwöre, ich habe. Wir waren doch letztes Mal da, da war doch nichts. Oder sehe ich das falsch? Schön sind auch, dass die ganzen Autos, ne? Wir waren ja auch tagelang nicht mehr unterwegs eigentlich, ne? Das ist ja fast alles resettet, was es hier so gibt, ne? Ja, außer du da hinten, ne? Du bist nicht resettet. Ach, nee, okay. Family, fass ich nicht an. Also heute ist Silvester, da muss ich jetzt nicht noch Familien zerstören. Pestizide. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, Pestizide konnten wir da auch irgendwie herstellen, ne? War das nicht so? Also ich weiß, glaube ich, noch 2, 3 Pestizide habe ich. Ja, okay. Ja, dann kann ich auch den aufsammeln. Und dann kann ich auch noch den aufsammeln. Ist ja nicht so schlimm. Also viel ist nicht kaputt gegangen, ne? Man muss ja echt sagen, dass die ziemlich zärtlich waren diesmal. Die Zombies standen nur da. Aber gut, auch der Einstrahlwinkel vom Flammenwerfer ist natürlich auch sehr optimal gewesen. Also wenn der hier, wenn wir hier nochmal so gucken, so lang gefegt haben, na, zur, ja, eigentlich zu der Ecke. Wie kann ich denn das? Zu der Ecke hier, weißt du? Also das war natürlich, da hat sich alles gesammelt, ne? Und da kam ja auch noch Feuer durch. Die standen ja hier alle und haben sich dann so. Und dann war schon vorbei, ne? So, Pestizide. Kann man die nicht irgendwo herstellen? Hier kann man sie nicht herstellen. Ach, da. Pestizide. Ah, davon haben wir eh noch. So, aber das Nötigste wird noch sein Stock. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Ranke. Von dem brauchen wir noch einen. Ah, Ranke sollte auch nicht so das Problem sein. Ich würde es mal ein bisschen herstellen. Wie haben wir jetzt den Macht 12? Ich weiß nicht. Ich mache mal so, dass ich... Ja, es kommen so viel, brauchen wir auch nicht davon. Ich muss dann nicht betreiben. Und Stöcker, Äste. Ach, guck mal hier. So ein paar haben wir ja da noch über. Da brauchen wir ja auch nicht allzu viel. Dann lass uns das mal upgraden hier.
Ach, Seil. Und jetzt habe ich die ganze Ranke weggeballert, ne? Ist natürlich klar. Kann ich natürlich nicht mehr irgendwie so richtig bauen, ne? Ich glaube, ich hatte aber auch gar kein Seil. Also ich könnte mich zumindest nicht dran erinnern. Ich weiß auch gar nicht, was du da machst. Du. Ach, jetzt hatte ich da noch... echt hätte... Sioni, echt? Das ist aber toll. Hier haben wir auch noch Pestizide. Warum habe ich überall Pestizide? Aber keine Stöcke oder so, ne? Na gut, jetzt haben wir Pestizide ohne Ende. Ich könnte die auch... Nochmal, kann ich die... Die kann ich doch zurückmachen. Kann da so ein Pestizid da auseinander... Ja, aber er bringt mir ja nicht. Nee, der bringt mir nicht. So... Seil wollten wir herstellen. Und Seil braucht natürlich Ranke ohne Ende. Und Ranke habe ich zerballert, weil ich ja meinte, auch die Äste dazu machen. Aber ich kann ja ein bisschen hin und her machen, oder? Nö, kann ich nicht. Aber das ist aber schön, dass man das nicht kann. Ich kann daraus wieder einen Baum bauen. Aber ich kann nicht aus einem Ast wieder Seil bauen. Ihr seid ja so langweilig. Das ist schon ein bisschen so öde, ne? Wisst ihr das? Weil mit den einen Seil, da können wir ja jetzt gar nichts anfangen. Ich würde gerne hier... Ich hätte da hinten schon gerne neu gemacht, ne? Beziehungsweise alles abgegradet. Aber wenn man nicht darf hier in dieser Welt, dann sieht es ein bisschen doof aus. Da finde ich aber echt ein bisschen... Ich darf aus den Zetteln, darf ich Blätter herstellen, aber... Andersrum nicht, oder was? Das ist ja gemein. Da bin ich ein wenig leicht enttäuscht. Ja, wir hatten ja hinten mal markiert, da auf Gelb, ne? Das ist so eine schöne Gegend, wo ich mir denke, ja, da könnte da Spaß machen, was Neues zu entwickeln, ne? So ein bisschen am Rand. Dabei muss man natürlich auch sagen, dass, irgendwann auch das denn, sag ich mal, wenn man immer neu baut, ist das immer ein großes, ja, merkt er ja, ne, es läuft immer nicht reibungsfrei, man stellt sich Sachen vor. Andererseits ist die Base denn, wenn da was schief läuft, auch dann ein Stück weg, ne, wo ich dann sagen muss, ja, okay, dann hast du eben so einen Running Weg von, ja, 3 Minuten oder so. Das gehört schon dazu. Andererseits muss ich mir natürlich auch noch ein bisschen einfallen lassen, was ich ganz genau da machen möchte. Weil ob ich jetzt die so rumbaue oder dann mal links, rechts rum, das ist natürlich dann... Kommt immer ein bisschen drauf an. Aber ich hätte natürlich gerne noch ein bisschen was ausprobiert, bevor man das Spiel denn letztendlich komplett abschließt. Und... dementsprechend haben wir da noch ein bisschen so Freiheiten. Aber irgendwann ist leider so, ne? Macht auch jedes Spiel, kommt dann an seine Grenzen, ne? Und dann ist man dann eben, ja, fertig. Mit Lucy können wir ja dann noch, ja, müssen wir eh dann noch zum Hangar, letztendlich. Und da dann das machen, wonach wir eigentlich streben die ganze Zeit. Und zwar die Insel verlassen. Es wird soweit kommen. Ah, dazu will ich noch ein bisschen was ausprobieren. Ganz so nah sind wir noch nicht davon. So, ich kann jetzt ein bisschen Seil herstellen. 4 haben wir nicht gesammelt. Frauchen guckt mich nur an und freut sich, ne? Achso, weil ich mit meinem Einhorn sitze, ne? Eigentlich müssen wir auch, hast du hier nicht so für Oscar noch das Kleine? Hier die anderen Teile? Kann mal zeigen, wir machen da nicht so viel. Ich bin da nicht so Tischfeuerwerk oder sowas. Hol mal aus der Schublade da die anderen. Hä? Ich höre dich nicht. Steht vor mir, flüstert, aber ich höre das doch nicht. Ja, genau. Zeig doch mal, das ist doch süß. Das schneide ich ihn um den Wanz. Wir machen da eben so wenig, ne? Bei uns ist so Familie und dann freuen wir uns und dann erstmal ein Kartoffelsalat, ne? Ich bin ja so da, so eher so eine Ostbirne, ne? Die denn so klassisch nicht groß auftischen muss. Achso, obwohl, ne? Frauchen macht selbstgemachte Sushi. Hat sie schon ein paar Mal gemacht, keine Angst, ne? Das kann die. Und jetzt wollte sie mir das nicht geben. Warum nicht?
Warum willst du mir das nicht hier? Oh, ist die gemein, wa? Jetzt wollte ich dir zeigen, wie wir heute Abend alle aussehen. Also das ist mein Gesicht, ne? Das wisst ihr ja mittlerweile. Aber so diesen Deckel, das ist auch so der Ehrendeckel, weißt du, für den Veranstalter. Für den Herr im Haus, ne? Für den, der das Kleid anhat, die Hosen anhat. Für den ist das hier, weißt du? Und da wollte ich eigentlich zeigen, was der Rest der Pöbel anzieht, ne? Aber ich darf anscheinend nicht. Warum darf ich nicht zeigen, was der Pöbel anzieht, denn? Ich frag mal die Mutti, weil Mutti ist ja immer noch im Besuch, ne? Ob die mir das. Mutti, kannst du mir die anderen da geben? Die anderen, die wir gestern. Oh, Mama sagt ja. Mama ist die Beste. Ja. Jetzt werden die meisten sagen so, ja, Mama, Mama for President, wa? Deine Freundin ist doof, aber Mama fetzt. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich möchte das mal ein bisschen. Dankeschön. Mama ist die Beste, ich liebe dich. Ich dich auch. Siehste? Mama hat gesagt, ich dich auch. Geil, ne? So, und das tragen dann die anderen. Aber wir können ja mal. Guck mal, Oskar. Der kommt schon. Guck mal her, guck mal her. Guck mal hierher. Du Dödel. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich um den. Happy New Year Kerze. Der beißt jetzt schon runter, ja. Du bist nicht in the Cam, mein Mäuschen. Du bist nicht in the Cam. Du bist nicht in the Cam. Doch, der will ein Mädchen sein. Ist der blöd, ne? Ah, jetzt will er damit spielen. Nimm das mal wieder weg. Guck mal, wie er guckt hier. Katze! So, genug Blödsinn. Wir wollten noch ein bisschen was tun hier. Immer müssen die Frauen einen ablenken, ne? Das ist unglaublich, ne? Ich habe gesagt, ich will das nicht. Ah, die haben es mir aufgequatscht. Die meisten können es nachvollziehen, ne? So, das ist jetzt alles hier gefüllt. Ich glaube, das hier unten ballert jetzt auch so richtig schön. Aber was mich ja interessiert, wann kriege ich denn endlich meine Früchte? Weil da könnte man ja noch ein bisschen kochen. So, die Maschinen sind jetzt auch wieder fertig. Da kann ich das auch noch mitnehmen und wieder neu ansetzen, denn ist gut. Weil wenn wir jetzt, hier haben wir 4, hier haben wir 5, das sind 9, davor glaube ich 12 gekriegt. Ne, wir haben aber 21, da hätten wir ja fast schon unser, ja, Soll, den wir da so bräuchten. Ne? Aber andererseits gehen wir ja eh noch durch die Gegend, dann passt das ja. Und dann haben wir hier noch Stuff da schon mal für den Flammenwerfer. Und müssen da keine Angst haben. So, ich sortiere mal kurz hier ein, was hier alles so wichtig oder unwichtig wäre. So, das können wir hier ein bisschen wegmachen. Das hier weg. Wir haben Schmiermittel. Erhalten Beute. Also ich weiß, wenn wir die umklatschen, die Idioten, aber wir halt, da kommen ja, weiß nicht, wie viele versammeln sich, um mich kennenzulernen. Also geschätzt kommen jeden Abend 400 Zombies, da kommen wieder welche. Nur meinetwegen. Ich fühle mich echt geehrt, ne? Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass die da kommen und mich da ein bisschen knutschen wollen. Aber, ja, also eigentlich nicht sauber, ne? Eigentlich ja, ich fühle mich geehrt. So, wir laden hier Metalle rein. Metalle, 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 Metalle. Ne, mehr haben wir gar nicht. So, was haben wir hier noch Schönes, Freundliches? Wir machen ja erstmal hier Holz und sowas alles weg. Können wir den nicht auch mal aufwerten? Ne, aufwerten. Da fehlt Nägel und Seil. Eigentlich alles sei jetzt verballert? Kann wohl. Ja, gut. Dann müssen wir das ja jetzt nicht noch hinterher gucken. So, die Zemente mal noch hin und das Docke. Denn der Felsbrocken ist da auch dabei. Denn das frisst sie, frisst sie, frisst sie. Kiste, Kiste. Ja. Also wie ihr merkt, ne, Katze ist schon gut drauf, ne, die ist schon völlig im Party-Mode und darf sie ja auch sein. Finde ich persönlich nicht schlimm. Oh, da ist noch ein Pilz. Und ich so selber, ja, ich muss noch ein bisschen wach werden, muss ich sagen. Ne? Also ich bin wach, aber ich muss noch, ich brauche so, ich bin so einer, der so erst nach 4 Stunden eigentlich Tageslicht ein ja, Gehirn aktive Leistung kriegt, ne.
Die meisten werden ja zu lachen und denken so, Sioni, was redest du denn da? Geht auch noch tief hin. Das habe ich ja noch nie gesehen bei dir. Aber doch, wirklich, ne? Aber viele kennen es wahrscheinlich, ne? Die ist erst ein paar Stunden wach sein, bevor man dann so, endlich mal so ein bisschen losgeht. Ne? Naja. So, Mäusitz, wir wollen dann los. Ich mache heute ein bisschen länger und ich dachte, denkt so, ja, klar, hier 20 Minuten sind rum, jetzt macht das gleich Feierabend. Nö, heute nicht. Aber ich hätte gerne meinen Bogen. Ey, du. Ist das dein Silvestertanz? Los, komm, lass steppen. Yep. 1, 2, 3. Ausfallschritt. 1, 2. Ich glaube nur, dass er mich umarmen wollte eigentlich, ne? Aber er wird es nicht zugeben. Oh. Oh Mann. Oh Mann. Wie kann einer denn so viel Schaden machen? Wollte ich schon sagen. Aber der Jute ist ja, nachdem ich ja letztes Mal festgestellt habe, dass ich 10.000 Geflügel habe, dass ich natürlich auch 10.000 Geflügel habe. So, wir könnten natürlich jetzt da nach hinten machen. Also, eigentlich so Masterplan für diesen Tag im Game, ne? So, wir vorstellen uns hier raus und hier hinten war ja eigentlich hier so dieses Interessante, ne? Hier ist ja auch noch eine Menge zu looten und durch die Stadt wollte ich ja eigentlich irgendwie auch mal, ne? Bis jetzt alles kommt, kriege ich um mein Schiff. Ja, das Doofe ist natürlich. Ah, da ist der Chip. Okay, gut. Also haben wir doch gekriegt. Das Geile wäre natürlich eigentlich für die Zukunft, wenn die so machen würden, dass wenn du einen Titan umbringst, dass das gesondert da liegt, markiert ist. Also nicht markiert, das muss nicht unbedingt sein, aber dass es wenigstens irgendwie anders aussieht, wie eine normale Aufhebsack eben halt, ne? Weil der so ein Chip, klar, finde ich irgendwie auch jeder zehnte Titan oder gefühlt dritte oder wie auch immer, ne, kann ja dann im fortlaufenden Spiel mal dann weniger werden, hat einen Special Gegenstand, mit dem du irgendwas Einzigartiges bauen kannst. Das wäre natürlich auch noch cool, ne? Also Ideen sind genug da, wie man das so aufpeppen könnte. Bin mal gespannt, wo es da noch so hingeht, ne? Beziehungsweise wann auch das nächste große Update eigentlich kommt. Weil Zeit ist es langsam mal, ne? Also klar, jetzt sind die Feiertage, Winter hast du nicht gesehen und so. Aber so Ende Januar kann ich mir das Ganze schon so vorschließen. Also so vorstellen, ne? Vorschließen. Aha. Ja, das könnte ich mir echt schon, ne? Ist hier eigentlich ein Laden zum Reinspazieren? Sind hier eigentlich Menschen, die mich mögen? Hallo? Ich weiß nicht, ne? Ich habe hier lange nicht mehr Schmiermittel so gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier in normalen Kisten so drin ist. Habe ich echt nicht den blassen Schimmer. So, mittlerweile sage ich ja, ist egal, was wir sammeln, wir brauchen alles, ne? Also das Einzige, was wir jetzt übermäßig viel haben, sind die Zettel, obwohl wir ja das natürlich auch irgendwie brauchen für unseren, ja, für Anpflanzen und sowas, ne? Das ist ja dann natürlich auch wichtig. Und ich bräuchte mal eigentlich immer hier so einen langen Stab, damit ich mal die Tür mal rankriege. Weil die vergessen immer, dass ich hier hinten sitze. Und ich höre das immer. Und das Problem ist gar nicht, dass es eine Aufnahme ist, sondern weil ich da mithören möchte, weil ich so ein scheiß neugieriger Mensch bin. Ah, da war ein Schmiermittel. Haha, siehst du? Jetzt habe ich endlich mal ein Schmiermittel. Das ist ja natürlich gut. So, und da hinten im Regal, ich glaube, da können wir auch noch was looten, ne? Und, jo. Und wenn wir jetzt noch ein. Nee. Eine Tür, ich kriege mal nicht genug Schmiermittel. Aber hier sind nur Bücher drin, ne? Kann das? Die brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Aber, nee, eigentlich Forschungsmittel. Wollen hier nicht auch mal. Ah, Dichtung. Boah. Na, so dicht sind wir gar nicht. Geht's hier auch raus? Geil. Ja, ich denke mal, wir latschen hier so ein bisschen rum. Ne? Schmiermittel ist ja eben so von den Warte her eben sehr interessant. Weil ich ja meine Sachen da noch alle verbessern will und auch reichlich genug Verbesserung beihaben möchte. Für die Sachen, die denn so einen begeistern. Und von dem kleinen Material, so Steine, Holz und alles sowas, denke mal, das klatscht man sich eigentlich unterwegs so damit. Und was ich auch nicht vergessen darf, ist ja eigentlich meine Sachen, also hier sowas wie Messer, Lichtschwert und sowas, ne, das kann ich ja auch noch alles verbessern. Das lasse ich irgendwie immer total außer Acht. Aber hier auch die Taschen, die ich so bei habe, Munition und sowas, ne, das kann ich ja auch machen. Aber ich vergesse das irgendwie immer. Ich weiß nicht warum.
Aber es ist wahrscheinlich eh so, wenn man solo spielt, so Spiele, also ganz alleine, ohne Aufnahmen, ohne Brabbel, dann nimmt man das irgendwie, weiß nicht, kann man sich ein bisschen besser fokussieren auf das, was man so macht. Und vielleicht auch eine Ecke, vielleicht weiterdenken, weil so muss ich ja immer versuchen, laut zu denken, damit auch jeder weiß, was ich mache oder vorhabe. Also ich muss es nicht, ne? Aber es ist irgendwie so ein bisschen besser. Zumindest würde ich das geil finden, wenn es derjenige tut, den ich da zuschaue. Und andererseits, weil man ja dann immer so seine kleinen Geschichten erzählt oder irgend so ein Hirnfurz, ne? Das habt ihr ja schon mitgekriegt. Bei mir ist es ab und zu, dass ich irgendwelche Aussetzer habe. Dass man eben, ja, so rundherum das vielleicht so ein bisschen manchmal übersieht, vergisst. Oder geistig denn nicht so ganz auf der Höhe ist. Ah, nun stimmt. So, ich war ja mal, wir waren ja mal in der Polizei. Ich würde da gerne nochmal rein. Oder zumindest mal nur ein kurzes Looky-Looky machen, ne? Also hier sind noch genug Autos bei. Ich glaube, wir waren auch nur mal kurz hier. Wir haben ja hier den einen Scheiß geholt. Ne, hier war ja auch mal ein Buch oder so. Aber ich glaube, hier steht schon wieder alles rum. Und das wäre eigentlich ganz cool, wenn ich hier denn auch noch mal ein kleines Smiermittelchen kriege. Also Munition wäre natürlich auch so, ne? Das ist mir auch aufgefallen, dass wir kaum noch Munition haben. Danke. Danke, Bro. Ne? Von der Warte aus, ne, können wir Munition auch noch, weiß ich nicht, 4 Milliarden mitnehmen. Das wäre jetzt nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen was hätten für die nächste Zeit. Ich wette von viele. Hier ist zum Beispiel nichts, ne? Nur so ein Baseballschläger, den brauchen wir. Ich werde gleich mal schon mal aussortieren. Die werden das horten und begeistert sich eine Kiste machen, wo sie nur Gewehrkugeln haben. Hatte ich eigentlich auch mal, muss ich mal ganz ehrlich zugeben, auch mal so viel gehabt, dass es, ja, da ich das eingelagert habe, bis zum geht nicht mehr. Aber das ist ja hier, wenn ich so ab und zu mal ballern möchte, den weißt du, einfach auch so ein bisschen Parodie bieten möchte, den Zombies, denn oder wenn mir alles mal wieder viel zu schnell geht, ne, dann möchte ich natürlich dann auch handeln können, ne? So. Die Armbrust habe ich auch noch. Siehst du, das muss ich die nächsten Tage auch mal unbedingt. Project Armbrust. Damit ich mal also dann wirklich auch mal ballern kann, ne? Das wäre eigentlich so eine coole Sache. So. Ach, da steht ja jemand. Hallöchen. Bist du die Putzfrau? Die hat. Er wollte schon sagen, die hat da ja keinen Bock auf mich. Ha! Das könnte meine Frau sein. So. So. Alles klar. Gucken hier noch rein. Also bisher haben wir ja so ein bisschen wenigstens gefunden. Ich hätte natürlich statt 3 Schmierstoff gerne 700. Aber so einfach würde das auch nicht sein. So. Naja, das hatten wir ja schon mal durchgelesen. Das war jetzt nicht so ultra spannend. Ich wollte auch gar nicht oben lang. Also obwohl wir nur ein OG haben hier. Aber ich wollte da gar nicht hin. Ich wollte eigentlich nur hier alles abgreifen, was hier so rumliegt. Aber ich hätte eben auch gedacht, dass da wesentlich mehr Schmiermittel ist. Ne? Munition ist natürlich cool. Hier sind irgendwelche Versorgung. Nee. Auch kein Schmiermittel. Ist Schmiermittel echt nur in so eine Holzkisten drin? Hier ist ja ein normaler Ausgang, Mann. Hello. Ich mach schon mal auf, als die Daywalker kommen, ne? Die sollen das ja nicht allzu weit haben. Ne? Ich mag das selber nicht, ne? Lange Laufwege. Deswegen helfe ich denen mal. Mach die Eingänge auf. Dann können sie mich bestaunen und begucken und dann sagen so, hey, cool. Irgendwas habe ich schon gehört hier. Irgendjemand wollte schon knabbern. Weiß auch gar nicht, haben wir hier damals alles gemacht, oder? Ach ja, die geile Idee, dass in der Zelle selber Munition ist, ne? Aber naja, gut. Ihr habt das ja auch nicht so geschrieben.
So. Gaudi. Das passt soweit auch. Also ich möchte gerne noch hier das Einschmiermittel haben, aber irgendwie werde ich, ja, irgendwie werde ich hier nicht schmiermittelgerecht. Damit man hier überhaupt was herstellen könnte. Ich höre Geräusche, sehe aber keinen. Du siehst aus wie eine Kiste mit Schmiermittel, ne? Du bist doch eine Schmiermittelkiste. Nö. Nö. Einfach nö. Das ist auch schlecht. So. Bin ich blind? Oder blöd? Ne, das war dann auch schon. Naja, gut. Dann haben wir eben nichts. Ne? Dann kein Schmiermittel für Sioni. Dann ist das eben halt so. Dann, wenn wir hier die Autos noch klatschen und dann über die Mauer springen. Es war schon ein paar Jahre her, wo, aber man muss auch mal über so eine Mauer springen. Finde aber den Strommasten total interessant. Ah, wie das aussieht. Voll gekonnt. Ne? Professionell ausgebogen, die Freileitung. Aber wo ist die Leitung hin? Ne? Da fehlt mir so ein bisschen die Logik. Also wenn da irgendwie das abgerissen ist oder so, müsste der nicht schief stehen. Weißt du? Aber irgendwie. Ist das hier recht merkwürdig. Aber naja, gut. Bin ja auch jetzt kein Profi. Physikalischer, der das hier aufstellen muss, oder? Der so die Gesetzgebigkeiten in so ein Spiel analysieren müsste. Und dann E-Mails verfasst. Es gibt bestimmt so welche, die schreiben so total aus Langeweile einfach so E-Mails. Die ist. Ja. Ich habe eh keine Freunde. Und der Busch, der steht nicht 90 Grad gesehen, senkrecht, Licht anziehen zur Sonne im Achsenkreis, ne? Ausgerechnet natürlich mit dem Satz Pythagoras, das kennen wir alle. Da stimmt auch nicht die Wellenform. Da werde ich mal den Entwickler da eine Mail schreiben und darauf hinweisen, dass der Busch einfach mal falsch ist, ne? Am besten noch so eine Zeichnung, eine Karikatur dazu, dass dieser Busch ganz anders sein müsste. Ich glaube schon, dass es so eine Menschen gibt. Aber jeden seins. Ne? Ich meine ja, was soll ich denn sagen, ne? Ich spiele auch so Langeweile. Also was heißt Langeweile? Ist ja Hobby, ja, ne? Aber ich spiele Spiele, klick dabei so eine Taste, laber die ganze Zeit irgendeine Scheiße eigentlich. Und andere gucken das. Könnt ihr auch eine Mail schreiben, ne? Da drin irgendeine Scheiße schreiben und andere lesen das. Das wäre eigentlich dann fast schon das gleiche. Verrückt. Einfach nur verrückt. So. Gut. Nachdem wir hier uns sagenumschreibende drei Schmiermittel gekriegt haben und da hinten dann, ich weiß nicht, ob das Nicknack ist oder irgendein anderer Buschpilot, werde ich sagen, zu euch allen, ne, ich wünsche euch einen wunderschönen Rutsch. Nippelt gut rein. Ne? Kommt gut an ins nächste Jahr. Und ja, wir sehen uns ja jeden. Ne? Also, bis dann. Ciao, ciao.